Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Yoshi's Woolly World. Jo! Im letzten Part haben wir dieses wunderschöne Bonus-Level gemacht. Im Nachhinein war es gar nicht mehr so schlimm beim Nachholen, muss ich sagen. Nee, also das, was ihr gesehen habt im Zusammenschnitt, das waren eigentlich unsere beiden Versuche direkt nach der Aufnahme. Mhm. Also das ging eigentlich echt ganz gut, wenn man sich nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren muss. Ja. Und wir haben neue Yoshis. Genau, ich habe den Leoparden-Yoshi. Und ich habe den N64-Yoshi mit den hübschen Farben hier hinten. Ich bin einfach nur leopardig. Ja, aber uns kann man zumindest gut unterscheiden. Mhm. Und jetzt geht es in meine vermeintliche Lieblingswelt. Dann darfst du auch da reingehen. Ich gehe mal, guck mal, die Polarlichter da hinten. Polarlichter? Kann man das noch sehen? Da hinten, so im Hintergrund. Ah, cool, dieser Vorhang dann einfach. Ja. Das sieht schön aus. Ja. Ich will mitkommen. Das ist mit Sicherheit meine Lieblingswelt. Ich liebe Eiswelten. Mhm. Dann darfst du hier reingehen. Oh, ich freue mich. Flauschschneeball-Effekt. Mhm. Oh. Das wird schön. Mhm. Ich bin so froh, dass sie eine Eiswelt gemacht haben. Ich bin so froh. Du siehst, glaube ich, in jedem Yoshi ist einer immer mit drin, eine Eiswelt. Guck mal, da oben, das Symbol ist so toll. So ein Anhänger willst du auch gerne haben. So ein Näher. Ja, die 5 ist, die 5 ist eingeschneit. Mhm. Da hinten die Mütze! Oh, das ist so schön. Guckt euch den Boden an, wie... Ey, wie der so gefroren ist und diese Schneebälle hier und da unten. Der Knopf ist eingefroren und hier ist ein Schneeball. Und der Hintergrund ist voll toll mit dieser Mütze. Und die Musik, hör mal auf die Musik. Ja. Richtig toll. Hm. Oh, wo kommt der denn her? Hilfe. Dann machen wir da oben auf. Hm? Suddenly. Hab ich. So, krieg ich den wieder zurückgerollt? Die Level. Oh. Oh. Die Level mache ich freiwillig noch ein zweites Mal. Achtung, der Ball kommt. Ey. Hey, komm mal her. Ich wollte dich zuerst. Das war gut. Du hast wenigstens Eier. Und wurde gerade von der Piranha-Pflanze getötet. Mhm. Bojan. Du hast doch keine Schuld gehabt, aber Bojan. Ja, wieso habe ich jetzt wieder gemacht? Einfach weil. So, Moment. Aha. Eins, zwei. Komm ich da? Ja, komm ich sogar. So, dann lass mich mal vor. Ich schieb da einfach mal durch. Oh. Ah, da bin ich. Oh, das sieht so schön aus mit dem ganzen blauen Hintergrund. Ich liebe diese Welt jetzt schon. Oh, ich bin auf die andere Seite da. Moment. Ist da vielleicht in der Ecke? Ja, deswegen versuche ich gerade. Moment, ich schieb dich nochmal weg. Nee. Hier scheint nichts zu sein. Okay. Ich das ist aber schon mal cool, der Anfang. Hm. Das ist ja. Ich finde, es ist generell so toll. Hm. Moment, warum ist das alles da oben? Hm? Auch nochmal. Los, geh wieder an. Wann da hochkommt. Wenn? Wenn man so gehe. Ja, ha. Kommt man. Oh. Bist ein bisschen schwarz. Oh, ja, ich bin auch sowieso schwarz. Ja gut. Moment, nee, da bin ich noch nicht rein. So. Okay, ich glaube, hier ist sonst nichts. Dieser Mechanismus ist schon mal sehr schön. Ist da oben noch hin? Nee. Okay. Ich habe sogar schon volle Herzen. Nicht schlecht. Mhm. Oh, guck mal. Feuermelonen. Und die ganzen Pailletten. Pailletten? Hier am Rand überall. Ach so. Moment, ich hol mal die Feuermelone da oben. Mhm. Und ich kann es aber nicht nach unten feuern.
dachte, ich käme da hoch. Ach so, ich hab mich gerade gefragt, was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Das Übliche. So, Moment. So, mal. Okay, dann hier eins. Moment. Kann man mehrfach benutzen. Zwei und drei. Ah. Sache, so kommen wir jetzt da dran. In die Röhre meinst du, oder? Nee, da unten an die Blume. Darf ich dich dafür töten? Wenn du darauf bestehst. Drei. Moment. Vielleicht kann ich dich danach nochmal retten. Oder so. Moment. Komm her. So. Boing. Jetzt muss ich dich muss noch ein bisschen mit deiner Hilfe in die Röhre rein. Gut. Perfekt. Ohne Verwandlung. Ich will einen Schlitten. Na dann. Schlitten. Ich hoffe, wir verpassen es nicht dadurch, dass wir hier direkt reingehen. Motorrad. Ah, Motorrad, ja. Oh, das sieht so cool aus. Ach, die können wir einfach weghauen. Haben da ein bisschen was verpasst. Ja. Na gut, wir können auch einfach jetzt versuchen, nicht ins Ziel zu kommen, dann können wir es nochmal versuchen. Das wäre eine Idee. Aber fahren wir erstmal. Da müssen wir springen. Ach, ich bin der Vordere. Ich dachte, ich wäre der Hintere. Moment, dann bleiben wir nochmal stehen. Natürlich bist du. Du hast die ganze Zeit auf mich geguckt. Ja, ich dachte, ich wäre du. Bleib mal stehen einfach mal. Was soll das verkacken? Ich habe jetzt irgendwie gedacht, ich wäre der Vordere. Ich habe mich schon gewundert, warum du an allem vorbeigefahren bist. Oh, dieser große Schneekugelmann. Der Schneemann ist es nicht, aber... Das ist natürlich sehr schlau. Ich dachte, normalerweise bist du ja immer vorne. Und deswegen dachte ich dementsprechend... Also weil du halt der Erste bist, bist du vorne. Deswegen habe ich mal auf den Hinteren geguckt. Und ich habe gefunden, wieso springt der manchmal nicht? Tja. Okay, Gelb ist vorne. Ja. Ah, nun. Okay, jetzt haben wir das schon mal. Nein, ich bin irgendwie hängen geblieben. Verdammt. Ich bin... jetzt bin ich gestorben. Okay. Ja, gut. Wir haben die Zeit nochmal bekommen. Es wird eh immer auf 20 aufgefüllt. Nein! Na. Das schaffen wir schon wieder. Moment, die Zeit ist eh auf 20. Moment. Ja, aber ich... Ich wollte gerade da nochmal hochgehen. Aber ich komme da nicht hochgesprungen. Na gut, dann lass uns nochmal ablaufen und gehen nochmal rein. Das erste Level macht schon Probleme. Naja, nicht wirklich. Ja. Es geht. Sonst machen wir diese Dinger hier eigentlich nie, wer weiß wie oft. Ich hatte gedacht, du springst. Bin ich auch, aber ich bin ein bisschen zu hoch gesprungen. War da irgendwas Interessantes? Ich glaube nicht, ich glaube, der Stempel war am Ende. Also ich habe auf jeden Fall am Ende einen Stempel bekommen. Verdammt. Okay. Moment. Komme ich da nochmal eine Chance? Und ich habe noch eine Chance. Hol dir die Uhr. Ich glaube, jetzt haben wir nicht alles bekommen. Was hätte ich machen sollen? Weiß nicht. Zurück. Gucken wir es nochmal. Das ist schon so ein bisschen lächerlich. Ja, wieso? Wenn wir alles holen wollen hier? Wenn wir schon die Chance dazu haben? Ja, aber dass wir das nicht hinkriegen. Wir müssen auf allen beide hochkommen, weil sonst fährt er ja wieder eine oder den anderen weg. Ja, aber ich dachte, das ist nur eine Sackgasse da oben. Ja, das geht da mal im Kreis. Ich dachte auch, du wärst schneller wieder unten. Ist zwar wohl ein bisschen größer da oben. Hm. Geil. Aber ist das Level so schön. Mhm. Deswegen können wir es immer wieder machen. Hoppala. Nee, es ist nur wirklich am Ende hier, da eine war's. Glaube ich zumindest. Und du hast mich getötet. Ach ja. Heute kommst du automatisch immer zu mir runter. So. Moment! Du hast mir den Boden weggenommen. Ja, ja. Moment. Von hier aus? Es klappt noch, es klappt noch. Nein. Verdammt. Ja, jetzt kommen wir da nicht mehr hoch. Na, guck mal. Ja, ne? Nee, dann müssen wir wirklich von oben drauf. Da war ich zu langsam. War nicht ins Ziel. Nee, ich wollte nur gucken, was dahinter noch ist. Ich meine, es ist super schön, aber ich würde es trotzdem bevorzugen, wenn wir da jetzt mal alles einsammeln könnten. Es ist länger als erwartet. Mhm. Ich meine, gut, du hast da 20 Sekunden und zweimal oder so findest du noch Zeit. Mhm.
Mal noch kurz springen hier. Ah, okay, der letzte bei der einen Reihe, da ist was drin. So. Da hoch, da hoch, da hoch. Nein, ich bin nicht hochgekommen. Na gut, solange du auf mich wartest, passt's ja. Und gleich einfach schön springen. Hast du gut gemacht. Hol dir die Sachen. Nein. Ich bin keine Ahnung, wo gelandet. Verdammt, Moment. Wir müssen da beide hoch, es geht nicht anders. Ui, ach, da kann man wieder hoch. Gut zu wissen. Das funktioniert so nicht. Das ist auch wieder so eine Stelle, die zu zweit schwerer ist als alleine. Jetzt bist du vorne. Warum auch immer. Weil du in die Tür reingegangen bist. Ich spring trotzdem nicht hoch. Dann nimmst du mir den ganzen Weg aber weg. Ich bin das so gewohnt, dass du da hochspringst. Ah, so schön. So, hier hoch, hier hoch, hier hoch und da hoch. Ja gut. Zumindest kommst du von selbst immer zu mir runter. So. Das Springen nicht verkacken. Okay, und jetzt wieder hoch. Ach, da hätte ich nicht springen sollen. Ja, gut. Auch einfach mal, dass da hinten jetzt nichts war. Wir holen uns erstmal die Sachen hier. Huch! Ob das jetzt so schlau war? Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau war. Vor allen Dingen habe ich halt auch nicht vorher geguckt, wie viele Aufkleber wir hatten. Ich glaube, wir haben 5 gehabt, weil der erste, den wir bekommen haben, war die Nummer 6. So, das Problem ist jetzt, wir kriegen die beiden Sachen dann nicht. Außer, Moment, ist da vielleicht eine Feuermelone drin? Nein. Wieso bekommen wir die beiden Sachen nicht? Hier muss ja irgendwas sein. Kommt da. Da kommt Feuer. Kann ja nicht angehen, dass du da nicht durchkommst. Moment. So, und einmal Burn. Ist hier vielleicht noch die Feuermelone von vorher noch rum? Nee, dann hole ich mir vor, hier am Anfang mal ein bisschen Feuer. Achso, wir sind jetzt wieder da. Ja, Feuer? Danke. Willst du auch ein Feuer mitnehmen? Ja. Okay. So, dann. Einmal da dran und. Okay, das wäre nichts gewesen. Ich mach das Eis so ungern kaputt. So, und ich würde jetzt irgendwo mal behaupten, in irgendeiner dieser Röhren ist was drin. Wenn wir da unten schon wieder rauskommen können. Vermutlich. Nicht nur in einer der Röhren. Ja. Moment. Wir müssen irgendwie nach unten. Ist hier? Nee, hier ist nichts. Ja gut, um nach. Achso, ich hab dich. Ja, wie immer. So, um da dran zu kommen, einfach da aufschmelzen. Wir müssen nur gleich aufpassen, dass wir auf der anderen Seite nicht zu viel wegnehmen. Jetzt kommen wir nicht an die Bühne. Moment, lass mal einfach durchlaufen. Wow. Moment, ich geh einfach mal hier hoch. Das war knapp. Ja. Okay, dann hätten wir hier auf jeden Fall alles. So, Moment. Dann hole ich mir zuerst die Wolle. Ja. Und jetzt können wir hier alles aufschmelzen. Und die Piranha-Pflanze da erstmal besiegen. Mhm. So. Mhm. Moment. Mach Feuer. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Wir müssen versuchen mal oben den Scheigeiler zu erwischen. Mhm. Geh nur mal unter mir. Ja, und dann so. Perfekt. Okay. So. Nein, ich sterbe. Moment, komm mal. Du warst zu langsam. Ja, war ich. Rutsch, Mann. Ja. Ich mag sowas. Keine Rutschphysik hier. Ich finde das lustig, wenn man rutscht. Schaffst du es nach unten zu gehen und die die Blume da unten abzuschießen? Ich glaube nicht. Moment, dann machen wir es anders. Schade, das glaube ich nicht. Dann gehe ich nach unten. Auch nur ein bisschen Feuer. Da jetzt hier so runter zu rutschen. Autsch, danke. Hier unten wollte ich eigentlich nicht landen. So.
Oh, das war knapp. Au, natürlich. Das kann, ich kann, also die Welt kann froh sein, dass es eine Eiswelt ist, sonst wäre ich jetzt knatschig. So. Ganz langsam. Aha. Moment, wie komme ich da dran? Mal kurz weg. Okay. So. Ah, okay. Und einmal nochmal Feuer. Moment, sehe ich jetzt, dass da oben irgendwas drin ist. Oh, wie gemein. Das war gut. Ich bleib hier stehen. Ja. Komm mal um angeflogen. Komm. So. So. Und jetzt versuche ich da unten. Ach, du hast auch noch was im Mund. Ja. Immerhin habe ich das jetzt schon mal gemacht. Ja. Mit? Ein Anfang. Hm. So. Huiuiui. Ich will wieder. Ja, ich darf wieder einen. Können wir den entgegenschieben? Nein, der tötet uns. Gut! Ich dachte, vielleicht kann man dagegen schieben. Ich hatte auch gedacht, dass man sich hier jetzt in Ruhe umsehen kann. Ich habe eine Idee. Was? Nein. Okay, wir müssen laufen. Ja. Was ist ein Schneeball? Schneebälle sind cool. Ich wollte gleich ein bisschen löschen. Nein. Du musst vielleicht eher das Eis vor uns damit kaputt machen. Damit wir da durch können. Ja. Sehr ganz gut. Ich glaube, das ist irgendwie logischer. Hast du die Blume erwischt? Nö, den kannst du dich gerne wieder töten lassen. Jetzt weiß ich, wofür wir das Feuer brauchen, um an die Blume zu kommen. Ja. Das ist im ersten Level der Welt, wirklich? Wir sind auch schon seit 17 Minuten dran. Es ist eine Eiswelt. Die Eiswelt hat nicht fies zu sein. Irgendwie hast du mich nicht nach vorne gehen lassen. Warum hätte ich dich nach vorne gehen lassen sollen? Damit ich mir das Feuer hole und die Blume danach? Hätte ich doch genauso gut machen können. Oh, hätte man springen müssen. Ich meine, du hast das gleiche Problem wie ich gerade gehabt, ne? Du hast nicht genug Zeit, das Ding zu holen. Das erinnert mich irgendwie an das Bonus-Level. Mhm. Dann lauf. Dann halt nicht. Du stehst doch darauf, das zu holen. Was? Gut. Ich hab die Stachel nicht gesehen. Und dann kam ich unter dem Schneeball nicht mehr weg. Der ist aber ganz schön schnell. Mhm. Ich weiß, warum hier ein Checkpoint ist. Mhm. Es wird eh wieder nichts. Nein. Warum stellen wir uns so schlecht an diesem Level? Es ist so ein schönes Level. Warum sind wir so schlecht halt? Ich habe keine Ahnung. Nicht, dass ich was anderes sagen wollte. Ich wollte das Feuer viel früher holen. Hab es. Mhm. Haben wir alle Blumen? Nein. Moment, jetzt können wir uns da noch ein bisschen umschauen. Stimmt. Weil da ist jetzt das Ziel, oder? Ja, dann müssen wir das Ziel nur noch kommen. Ist hier noch was drin? Und das Schieben? Da hinten? Hm. Hast du volle Energie? Wie denn, wenn wir schon nicht gestorben sind? Hätte ja mal sein können. Kannst du mich da hochschieben? Moment. Vor allem halt, wir haben ja da hinten gerade erst die letzte Blume bekommen, die vierte Blume. Das heißt, die andere muss ja irgendwo hier auf dem Weg sein. Ja. Ups. Oder aber die ist in dem Loch, wo der Schneeball reingefallen ist. Das kann auch sein. Sehr gemein. Oder hier hinten. Oder haben die nicht erwartet, dass hier jemand hinkommt? Ja, als du alleine gespielt hättest, wärst du hier nicht hingekommen. Nee. Sollen wir es nochmal versuchen?
Willst du das wirklich tun? Wollen wir nochmal rein? Nee. Ist aber so schwer, weiß ich so auch nicht. Na gut. Haben wir in diesem Part halt nur ein Level. Wir wissen ja, alles ist hier irgendwo auf dem Weg. Hm. Auf Yoshi! Ich werde hier halt immer eingequetscht an der Stelle. Nee, da war auch nicht. Ich hätte auch eher gedacht, dass du runterspringst, wollte ich sagen. Nope. Ey, ich wollte dich hochschießen. Wieso schießt du nicht hoch? Jetzt hüpf mir nicht auf der Nase rum. Nicht direkt dann runterstellen. Warum nicht? Weil du nach vorne spuckst. Aber ich hab doch hochge... Du kannst mir einfach runterschlucken und spucken und schießen. Ach Mann. Ich wollte dich so schön da hochspucken. Und du wolltest einfach nicht. Du hast mich halt nicht richtig gespuckt. Du hast dich nicht richtig spucken lassen. Jan. Du bist durchgefallen als Spucke. Oh Mann. Ah. Ja, zumindest alles außer die Herzen. Das Level war schön. Mhm. Ja, noch ein bisschen anstrengend. Boah, ey, wir haben eigentlich so ziemlich alles gefunden. Ja. Theoretisch. Jetzt bin ich gespannt, was das für ein Yoshi wird. Schneemann-Yoshi? Der schon so schwarz und orange hat für das Zylinder und sein. Möhre. Schneemann. Den nimmst du dann wahrscheinlich direkt? Ja, bitte. Oh, Schneeflocken-Yoshi. Winter-Yoshi. Meiner. Okay, dann nehme ich deinen Nintendo 64. Oh, meine Nintendo 64. Dann haben wir wieder einen guten Kontrast. Das ist Weihnachtsmusik. Ich bin so hübsch. Kann ich eigentlich auch mit dir tauschen direkt? Richtig so? Nee. Nope, du kriegst meinen Winter-Yoshi nicht. Okay. Na gut. Haben wir heute nicht so viel geschafft, aber irgendwie... Eigentlich doch. Wie gesagt, nur die Herzen fehlen. Ja, aber wir haben nur ein Level geschafft. Obwohl wir sonst immer zwei machen. Ja gut, aber dann ist auch immer länger. Wir brauchen noch länger zum Suchen. Ja. Ist das. Ja nicht schlimm. Gut. Dann war's das für heute mit Let's Play Yoshi's Woolly World. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.